Yeah, I mean, it really is kind of a family drama in a way that has crime thriller. Es ist in gewisser Weise ein Familiendrama, das gleichzeitig starke Crime- und Thriller-Elemente beinhaltet. Normalerweise ist das eher umgekehrt. Man schaut einen Krimi oder Thriller und lernt nach und nach die Charaktere besser kennen. Bei Absentia lernt man vor allem die Familien, Liebespaare, Beziehungen, Eltern und Kinder kennen. Und vor dem Hintergrund ihrer Leben spielt sich der Mordfall ab. Sie lösen nach und nach den Fall, während sie gleichzeitig versuchen, ihre Familien und Beziehungen zu erhalten. Also ich denke, die Themenfelder von Absentia sind Liebe und Vertrauen. Kannst du dich selbst lieben? Wie weit würdest du für die Menschen, die du liebst, gehen? Und was bist du bereit für sie zu tun? Aber auch Vertrauen spielt eine Rolle. Kann man sich selbst vertrauen, in schwierigen Situationen die moralisch richtige Entscheidung zu treffen, auch wenn diese Entscheidung möglicherweise bedeutet, das Falsche zu tun? Das sind Fragen, die allen Charakteren im Laufe der ersten 10 Episoden immer wieder begegnen. In the course of these first 10 episodes.